Also ich denke, wir können von China und den Chinesen allgemein lernen, mehr optimistisch auch gegenüber Fortschritt und Technologie zu sein. Es gibt in Deutschland in vielen Bereichen eine Übervorsicht gegenüber Neuerungen, gegenüber neuen technologischen Entwicklungen, während die Chinesen zunächst mal die Chancen sehen und dann in zweiter Linie die Risiken. In Deutschland ist das umgekehrt und ich denke, man sollte von den Chinesen lernen, dass es gut ist, neue Projekte einfach mutig anzugehen und auch natürlich zu akzeptieren, dass etwas mal nicht funktioniert, dass etwas einmal scheitert, aber zunächst mal die Chancen in den Vordergrund stellen. Das ist etwas ganz Wichtiges, was wir von China lernen müssen.